Karl Diegruber, Gymnasiallehrer. Mir haben einige Aspekte gefehlt. Unter anderem der, was diese Diskussion ja auch im Hintergrund immer wieder befüllt. Das ist die Tatsache, dass Bildung ein Geschäft ist. Und ich meine, und mit mir sind viele dieser Meinung, dass gerade diese Gesamtschuldiskussion auch letztlich aufgrund der Tatsache gegeben ist, dass man sich ein Geschäft erwartet. Das Geschäft heißt, wenn die Konkurrenz zwischen den einzelnen Schulen besteht, dann etablieren sich auch Privatschulen, die um sehr teures Geld eigentlich Bildung vermitteln. Und wir haben ja schon gehört, wie die Einflüsse der Eltern, die natürlich das Beste für ihr Kind wollen, sehr stark sind und natürlich auch hier durchaus wirtschaftlich etwas bewegen. Das andere, wo ich eigentlich ein Problem damit habe, ist die Tatsache, dass Sie nicht die Jugendarbeitslosigkeit angesprochen haben. Sie wissen selber sehr genau, dass gerade die Länder, die ein mehrgliedriges Schulsystem haben, eine sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit haben. Das ist also Deutschland, das immer wieder führt, aber auch die Niederlande und Österreich. Und das Dritte, wenn Sie von... Nicht so viele Fragen, es sind noch einige Wortmeldungen. Ja. Wir haben das Thema der Jugendarbeitslosigkeit gestern besprochen, Sie waren nicht da, ja. Dadurch wollen wir es jetzt nicht wiederholen. Trotzdem noch eine Sache, Sie haben von nicht signifikanten Unterschieden gesprochen, im Vergleich von BILS-STIMS einerseits und andererseits PISA. Wenn ich hernehme, dass Österreich in den vierten Klassen in Mathematik von den 11 EU-Staaten den 8. Platz belegt hat, im Lesen den 8. Platz, in Naturwissenschaften den 6. Platz und sich das Ganze sehr verbessert hat, mit 15 Jahren durch dieses mehrgliedrige Schulsystem, nämlich in Mathematik den 3. Platz, in Lesen den 4. Platz und in Naturwissenschaften den 4. Platz, während Italien beispielsweise im Lesen 1. war, nach der 4. Klasse Volksschule und dann aber abgestürzt ist zum Beispiel, dann glaube ich, das ist sehr wohl signifikant. Ja. Darf ich bitten, die Frage zum Vortrag zu bringen, weil sonst kommen wir in die Wiederholung von Fragen von gestern. Nehmen Sie bitte aus Ihrer Perspektive kurz Stellung, damit wir noch einige Wortmeldungen zu Ihrem Vortrag kriegen können. Ja, sehr gern. Ich glaube, das Letzte ist genau den Fehler, den wir versuchen sollten zu vermeiden, eben uns einzelne Länder zu suchen und sagen, hier, ne, es gibt auch Länder, die haben sich verbessert, obwohl die das System haben und die haben sich verschlechtert, weil sie das System haben. Genau deswegen, weil es da immer Ausnahmen von der Regel gibt und weil Italien so viele Sachen anders macht als Österreich und weil zum Beispiel Italien so ganz anders von der Finanzkrise betroffen war als Österreich, ist es ganz offensichtlich, dass es da unterschiedliche Tendenzen gibt. Die einzige Hoffnung, wie sie da was Systematisches aussagen können, ist, wenn sie versuchen, so viele Länder, wie es überhaupt nur irgendwie möglich ist, zusammen zu untersuchen und die miteinander zu vergleichen, um zu sehen, ob es systematisch so ist, dass die, die frühe Mehrgliedrigkeit haben, besser abschneiden oder sich besser entwickeln oder systematisch anders entwickeln. Und da sehen wir eben in Bezug auf das Leistungsniveau überhaupt nichts. Das war auch meine Aussage dazu. Zum Privatschulanteil, ich meine, das in vielen der Analysen, die man da so macht, sozusagen sind diese Dinge halt kontrolliert, haben man separat, kann man sehr schön in PISA und TIMSS observieren und als Kontrollvariable mit aufnehmen, das ist komplett rausgerechnet. Ich glaube auch nicht, dass man zeigen kann, dass es systematisch so wäre, dass die Mehrgliedrigkeit mit Privatschulanteilen korrelieren würde, wäre mal interessant vielleicht anzuschauen. Aber ich glaube, das gilt hier natürlich rein nur um die öffentlichen Schulen. Und jetzt habe ich den mittleren Punkt vergessen. Jugendarbeitslosigkeit, ja genau. Gut, ganz anderes Thema, spannend, sollte man sich unbedingt anschauen. Wir haben dazu sehr viel Forschung gemacht, wie sich das Berufsbildungssystem darauf auswirkt. Und auch da ist die Forschung nicht so ganz klar. Es gibt viele Studien, die überhaupt keinen Zusammenhang finden. Wir sehen da schon einen positiven Zusammenhang, zumindest bei der Jugendarbeitslosigkeit. Aber das ist was anderes als die Frage, ob ich zwischen der 5. und 8., 9. oder 10. Klasse mehrgliedrig bin und ob ich danach ein Berufsschulsystem mache, was eben sehr auf spezifische Berufe vorbereitet oder nicht.
In Deutschland ist es sogar, ich meine, das ist gesetzlich festgeschrieben, dass alle Schulen bis zur 10. Klasse allgemeinbildend sind. Die haben alle einen allgemeinbildenden Auftrag, nur auf verschiedenen Niveaus. Und insofern halte ich das für zwei verschiedene Perspektiven. Dass sie jetzt generell sozusagen, man darf natürlich nicht sagen, gut, Deutschland und Österreich sehen doch gerade gut aus. Spanien und Griechenland haben höhere Jugendarbeitslosigkeit. Ja, die haben aber noch viel höhere Jugendarbeitslosigkeit. Also das hat natürlich was mit der Finanzkrise zu tun und nicht alles, was sozusagen in der Welt passiert, können wir mit Bildungssystemen darstellen. Aber selbst da sehen wir zum Beispiel, dass das dann sogar so ist, dass die, die eine bessere Bildung gehabt haben, wesentlich weniger davon betroffen sind. Man könnte jetzt zur Berufsbildung noch lang diskutieren, weil das auch, wenn man es über den Lebenszyklus sieht, dann wieder negative Auswirkungen hat, weil man sehr berufsspezifische Arbeiten hat, die dann in der Nachfrage von der Wirtschaft irgendwann wieder obsolet werden, sodass man da auch Trade-offs hat, aber das geht dann vielleicht zu weit. Ja. Danke. Ich glaube, etwas, was wir nicht nur von Ihrem Vortrag, sondern auch von dieser Tagung mitnehmen sollten, das viel differenzierter zu sehen als globale Aussagen, Länder als solche zu vergleichen und Ähnliches. Karl-Heinz Gruber. Danke, Michael. Genau dazu wollte ich was sagen. Das Problem, das bei dieser Tagung auch zuletzt klar geworden ist, dass das, was in den vergleichenden Sozialwissenschaften heißt, das ideografisch-nomothetische Dilemma. Auf der einen Seite das Eingehen auf die Komplexität eines einen Landes, wo man davon ausgehen muss, nicht ceteris non paribus, es gibt auch viele andere kulturelle Kontextfaktoren, die nicht eingehen, und auf der anderen Seite große Datensätze, aus denen man so übernationale Muster herauslesen kann. Und die große Gefahr, Michael, das hast du gesagt, dass man aus jedem Dorf einen Hund herausnimmt oder einzelne Fakten entkontextualisiert und zum Beispiel immer Finnland, hohe Jugendarbeitslosigkeit und da einen kausalen Zusammenhang herstellt, es ist noch sehr vieles verschieden. Eine zweite Anmerkung zu Schweden, und das eine Ergänzung ist, ich habe meine Diss 1970 über die schwedische Schulreform geschrieben und seither jedes Jahr Schweden besucht. Und die Entwicklung dieses Landes, das mal sozusagen der Schrittmacher und das Mekka der Schulreform war, verfolgt. Und wie Sie festgestellt, dass Schweden in den letzten 20 Jahren sehr stark nach 50 Jahren sozialdemokratischer, egalitärer Gesamtschulpolitik nun ein Abgehen von dieser Prämisse betrieben hat und nun freie Schulen zulässt, die zwar bestimmte Auflagen auch haben, es bleiben noch quasi Gesamtschulen, aber sie fördern dadurch, dass Eltern und Wirtschaftsgruppen Schulen gründen können, fordern sie Prozesse der sozialen Entflechtung und der Verungleichung. Und schließlich noch etwas, was Sie gesagt haben und zu Helmut Fenn's Stellung nehmen, nicht? Sie haben eingangs gesagt, was ist eine Gesamtschule, haben zu Recht darauf hingewiesen, glaube ich, und der Helmut wird mir das verzeihen, er müsste seine Gesamtschulen immer mit Anführungszeichen versehen. In Deutschland haben sie nie jenen Status gehabt, den man an sich mit einem Idealtyp von Gesamtschulen versehen müsste. Und wenn ich jetzt ganz kurz, Michael, ich wäre nicht lang, aber in verschiedenen nationalen Kontexten hat man das Konzept so unterschiedlich umgesetzt, dass vielfach die Mindestkriterien nicht erfüllt werden, nämlich Gesamtschulen als Teil eines Gesamtschulsystems, haben Sie gesagt, war in Deutschland nicht der Fall, das war der vierte Schultyp. Gesamtschulen als Schulen, die bei der Rekrutierung für die Schülerschaften Gesamtschulprinzipien anwenden, also Codes of Admission, die Zusammenstellung nicht allein der elterlichen Nachfrage überlassend, sondern lokal politisch legitimiert das Gesamtschulische aufrechterhalten. Das große Problem, dass bei allen Aussagen über Gesamtschulsystemen mehr oder weniger echte ländliche Gesamtschulverhältnisse mit stark von sozialer Wohnsegregation beeinträchtigten städtischen Daten vermischt werden und nationale Durchschnitte sozusagen die Aussagen verfälschen. Die Frage, ob es Gesamtschulcurricula gibt oder das, was der Herr Biesinger gestern als gemeinsames Schwellenniveau, also ein Tronc commun oder ein gemeinsames, gibt es einen Gesamtschullehrplan und eine Verpflichtung der Lehrerschaft, über das gesamte Begabungsspektrum hinweg ihn einzulösen. Ich komme schon zum Ende. Dann angemessene Differenzierungen nach Leistung und Neigung
unter der Ermöglichung, und das sage ich allen Gymnasialkolleginnen und Kollegen, dass das Gymnasiale innerhalb einer gesamtschulischen Organisation als Option erhalten bleibt, also nicht verloren geht. Und schließlich, dass es eine Gesamtschullehrerschaft gibt, also eine Lehrerschaft, die auf dieses heterogene System angemessen vorbereitet wird und diese Aufgabe auch erfüllt. Nicht in vielen Ländern hat man die begleitende Lehrerbildung verspätet eingeführt. Schweden war eines der Länder, die versucht haben, das synchron einzuführen. Also ich abschließend will ich sagen, Leute, seid vorsichtig im Umgang mit dem Begriff Gesamtschule, denn wenn Bezug genommen wird auf ein bestimmtes System, muss man sehr viele weiche Kontextfaktoren bei all diesen großen makrostatistischen Untersuchungen verloren gehen, die sind mit zu bedenken. Also ich glaube, Sie würden mir zustimmen, oder ich erbitte Ihre Zustimmung, dass zu all diesen Makroaussagen vergleichenden notwendigerweise die qualitativen, ethnografischen, policy-basierten Aussagen dazukommen. Ja. Danke. Gut, danke. Jetzt geht es darum, es war ja keine direkte Anfrage an Ihr Referat. Wollen Sie kurz etwas dazu sagen? Ich nehme das als Co-Referat gerne auf und sage, also ich stimme Ihnen komplett zu. Selbstverständlich ist das so, dass es extrem viele idiosynkratische Effekte gibt, die man eigentlich in jedem Einzelnen mit reinbringen wollte. Und da hat man genau dieses Dilemma, dass man entweder versucht, relativ allgemeingültige Aussagen zu machen oder eben auf jeden Einzelfall im Detail einzugehen. Und in dem Hinsicht ist alles das, was wir hier machen können, wenn man so empirisch vorgeht, eine Durchschnittsaussage. Zum Beispiel eben auch, wenn es um Stadt oder Land geht und Ähnliches. Das ist absolut korrekt. Aber wenn Sie insgesamt das Bildungssystem für ein Land machen wollen, dann ist es das zumindest das erste Moment, an den Sie schauen wollen, sozusagen, ob es insgesamt Effekte hat oder nicht. Und die Tatsache, da bin ich völlig bei Ihnen sozusagen, die Frage ist sozusagen, man hat dieses Dilemma, einerseits große Dinge miteinander vergleichen zu können, international, aber die sind da nicht so richtig leicht vergleichbar. Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, warum wir versuchen, die wesentlich mehr vergleichbar zu machen. Oder eben in einzelne Länder, in einzelne Reformen zu gehen und die im Detail zu analysieren, weil wir da dann sicherer sind, was wir genau wissen, was da passiert und auch sozusagen nur innerhalb dieses Landes, sogar innerhalb der gleichen Region miteinander vergleichen. Nur das Problem, was Sie haben, wenn Sie damit insgesamt diese Ergebnisse sozusagen, wie auch immer sagen wollen, sozusagen als weniger gültig darstellen zu wollen, ist, dass all diese Herangehensweise in diesem Fall überraschenderweise zu genau den gleichen Ergebnissen kommen. So, ich habe noch eine letzte Wortmeldung, Herr Inspektor Blankenstein. Blankensteiner, Landesschulrat für Tirol. Kleine Kritik an der Moderation. Direktor Diegruber wird nach 2 Minuten unterbrochen. Mein Vorredner darf minutenlang ein Co-Referat halten. So viel zur neutralen Objektivität. Aber zur letzten Folie, ich darf Ihnen mitteilen, dass in Österreich die Umfrageergebnisse völlig anders ausschauen als die, die Sie jetzt präsentiert haben. In Österreich ist die Bevölkerung durchgängig bei allen Umfragen der letzten Jahre gegen die Einführung einer gemeinsamen Schule. Ich möchte aber 2 gravierende methodische Einwände vorbringen. Das erste, ich halte es für sehr problematisch und das sieht man immer wieder in dieser Diskussion, dass Aussagen über Schülerleistungen und erst recht über die Qualität von Schule und Bildung allein auf PISA-Ergebnisse gestützt werden. PISA-Ergebnisse bringen einen Einblick, einen ganz kleinen Ausschnitt von Schul- und Bildungsleistung. Es wird völlig vernachlässigt, was an sonstiger Bildungsqualität in den Schulen läuft, soziale Kompetenz, musisch-kreativer Bereich, sportlicher Bereich und so weiter und so fort. Das alles auf PISA-Ergebnisse und internationale Studienergebnisse zu stützen, ist ein sehr einseitiger Zugang. Ich verstehe, dass Sie das als Ökonom gerne machen, sich auf Messbares und Zählbares zu stützen, aber das bildet die Bildungsrealität in keiner Weise ab. Das Zweite, wenn ich vergleiche, vor und nach einer Reform Schülerleistungen zu messen, dann ist mein methodischer Einwand, das sind nicht die gleichen Schüler und Schülerinnen. Das heißt, Änderungen können sich durch andere Faktoren ergeben. Ich müsste in einem Experiment die gleichen Schüler und Schülerinnen im einen Setting und im anderen miteinander vergleichen, sonst habe ich immer Einflussfaktoren ganz anderer Art, die mit der Reform gar nichts zu tun haben müssen. Ja, vielen Dank. Ich sehe mit dem zweiten Aspekt, dass ich nicht damit durchgedrungen bin, zu erklären, was dort tatsächlich gemacht wurde. Das sind ja nicht mal meine Studien, um die es geht. Man vergleicht hier bei den Reformen zum Beispiel eben tatsächlich, man kann
das grundlegende methodische Problem jeder empirischen Arbeit ist, man kann nicht die gleiche Person im Zustand des Treatments, also einer bestimmten Behandlung, und im Zustand des Non-Treatments beobachten. Das ist faktisch unmöglich. Und darum versuchen wir, möglichst nah an so eine Idee wie ein Experiment im Labor heranzukommen, wo wir rein zufällig Dinge unterscheiden können. Das Schöne an den Reformen, die wir angeschaut haben, ist es, dass es eben einige Gegenden gab, wo die Reform schon gemacht wurde, andere nicht. Das heißt, wir vergleichen eben nicht vor und nachher einfach nur, sondern wir vergleichen Leute aus der gleichen Region vor und nach der Reform mit Leuten aus einer anderen Region, die eben nicht die Reform hatten vor und nach der Reform. Sie kommen da, Sie werden sich sehr schwer tun, wenn Sie das irgendwann einmal verstehen, Einwände zu machen, die dann immer noch zu Verzerrungen führen. Zum ersten Punkt, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass man natürlich nicht Bildung nur mit PISA-Ergebnissen wird messen wollen. Da bin ich komplett bei Ihnen. Wir haben natürlich eben, umso interessanter, eben die verschiedenen Befunde, die auch auf Dinge zumindest abgehen, die sozusagen spätere Chancen am Arbeitsmarkt abbilden. Und das halte ich für insgesamt schon sehr relevant. Die sind nicht nur durch PISA-Tests, wohl auch, aber nicht nur dadurch, sondern eben auch durch andere Dinge beeinflusst. Und das heißt, wenn sozusagen diese PISA-Tests nur auf Kosten von irgendwas gegangen wären, was ansonsten auch für die Lebensentwicklung wichtig ist, dann hätten wir dort eher keine Effekte sehen sollten. Wäre natürlich spannend, aber ich kenne keine Studien darüber, die zum Beispiel ganz explizit sich anschauen, welche Effekte gibt es auf musische Entwicklung, welche Effekte gibt es auf Sozialkompetenzen, umso mehr. Dass man da jetzt offensichtlich erwarten würde, dass in vielen dieser Bereichen die frühe Mehrgliedrigkeit zu einer Verbesserung der Situation führen würde, weiß ich nicht, habe ich jetzt per se keine klare Hypothese, warum das so sein sollte. Wäre auf jeden Fall spannend, sich anzuschauen. Lassen wir sie offen, denn dann haben wir zumindest etwas zu tun. Bis zur nächsten Tagung. Herzlichen Dank, Herr Wössmann. Applaus bitte für Ihre Rede.